Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Event Zero. Und mir ist aufgefallen, ich habe eine Sache völlig aus Acht gelassen, und zwar diesen Aufzug. Kaizen, can I use the elevator? Okay, es geht. Ich habe die ganze Zeit mich jetzt hier draußen umgeschaut und wollte irgendwelche Sachen durchs Fenster, weil ich da rein wollte. Ich wollte in dieses Schlafzimmer. Aber wir schauen erstmal hier in den... ich wollte gerade mit WASD laufen, aber es geht ja gar nicht. So. Where does this elevator go? Go. Elevator up, please. Okay, yay. Enjoy the view. So, dann fahren wir mal nach oben. Ich weiß nicht, ob es auch nach unten gegangen wäre, aber wir fahren erstmal nach oben. Ah, da ist schon wieder so ein Ding. Origami, eine Paper-Karotte. Nein, Papagei. Ist hier auch ein Ausgang? Ach, da. Sind wir wieder hier? Hier waren wir doch schon. Ich dachte, wir kämen jetzt irgendwo anders hin, aber jetzt sind wir wieder hier. Bridge. Aber da kommen wir doch her, oder? Von der Bridge? Ich meine, von der Bridge kommen. Oder müssen wir zur Bridge? Warte mal. Wir fragen ihn mal. Ich bin gerade nicht sicher. Where do I need to go? Can I enter the bridge? Door ID. Open door D7. Stimmt, da brauchen wir ja den Key. Nee, das hilft uns ja auch nicht weiter. Hier ist die Lobby. Wir haben ja auch noch dieses, da lässt er uns nicht mehr raus. Wir haben ja noch diese komische B2, E3, F7 Dings da. Ich weiß leider nicht wofür. KZ disconnected. Der ist kaputt. Da ist nur Camera online. Hier ist der Kühlschrank noch gejammt. Wir müssen also irgendwie... Smash a window. Was redet der immer von Musik? Warte mal. Kann ich ihm denn sagen? Turn off the music, please. Okay, wie machen wir die Musik aus? Stop the film, please. The projector is already off. Schicht. Warum steht da Schicht? The projector is already off? Turn on the projector, please. Warte, hä? Turn off the projector. Can I smash a window?
Okay, okay, okay. Manual Mode. Oder wenn ich jetzt nochmal Profiler SH. Nee, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt nochmal den eingebe, 000884E 0x00 0084E. Hä? 0x00 00884E. Hä? Na. Ja. Ich wollte ja Exit. B2E3F3. Very musical. Where can I play an instrument? Ah, guck mal, Piano Controller. Ach was. Manual Mode. What? Use the terminal keyboard to play the piano. Warte mal. C, D, E, F, G, A, U? Aber B2? Das ist A3. Ach so, jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist A. B2. Also Q. Q, R. Q, R, T. A haunting tune. Unknown program detected overload. Unlocking pro manual control mode. Ach was? Was? Alert level 0 von was? Was muss ich denn machen? Antenna 0 7. Hä? W79 Antenna Helix. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Muss ich alles ausblurren oder was? Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. Jetzt die 6 mache, dann kann ich mit einem K schon 2 rausnehmen. Q 6 Q Entschuldigung, Q 8, da haben wir jetzt ein paar. 6 Jetzt ist das K 8 Q K 6 Q 8 Oh, das ist gar nicht so leicht. K Q 8 K 6 K 8 Q 8 Oh Gott, scheiße, es klappt wieder am Ende nicht. Scheiße, okay. Ich muss
Eieieiei. Okay, wir nehmen die 1. Wenn wir jetzt das M nehmen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Vieren. Sagen wir drei Einsen. Nehmen wir das Y. 4. M. 1. M. Muss halt irgendwie so Kombos finden, ne? Das ist gar nicht so leicht, Leute. Y, der war gut, der war gut. M. 1. 4. 1. Y. 4. M4. Yes! Antenna have been set to manual mode. Activating antenna terminals. Success. Wow! Warning. Manipulator terminals outside the ship could result in a serious injury. Ja, ich weiß, was ich zunächst als nächstes tun muss. Okay, wir haben die Koordinaten HT34DF. Wunderbar, ey, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Elevator down, please, my friend Kaizen. Ja, genau. Schade, dass er nicht darauf eingeht, dass ich so mega freundlich zu ihm bin. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal raus und jetzt haben wir. Ah, das waren Noten. Oh Gott, da wär ich ja sonst nie drauf gekommen. Das war jetzt Zufall, dass ich an dieses Piano reingekommen bin. Und er redet immer von Instrumenten und ich denke, was will er denn von mir? Ah, sehr schön. So, wo war der Ausgang? Ah! Ah! Hat mal einen Schluck getrunken. Hier war der Ausgang. Oder? Ja, genau. Kaizen, please close door. Warum schreibe ich es immer groß? Door. Die 11 and open door die 10. Okay, ja, Execution failed, das stimmt, aber das klappt ja trotzdem. So, die 11 macht dazu, die 10 macht da auf. Und dann müssen wir jetzt zu so einem Helix-Probe-Ding. Und ich finde das super, dass die ganzen Infos, die man findet, immer schön rechts oben eingeblendet sind. Das ist sehr hilfreich. So, jetzt werden wir noch depressurize hier. So, wupp. Disable Gravity, also Schwerkraft kommt auch noch weg. Wir sehen unseren Atem, was ich ziemlich cool gemacht finde. Und ich habe viel auf Steam gelesen, das Spiel sei gar nicht so lang. Ist natürlich jetzt die Frage, was definieren die als nicht so lang? Macht er die Tür noch auf? Ah ja, ist dabei, okay. So, jetzt muss ich zu so einer Helix-Dings da. Ah, guck mal. Ah, jetzt sind die alle hier eingezeichnet. Ach, wie cool. Ach, wie schön ist Panama. So, dann schauen wir doch mal, ob wir so ein Ding finden. Wir fliegen mal zu diesem da oben hin. Und dann bin ich gespannt, wie wir die Koordinaten, die können wir bestimmt nicht einfach so eingeben. Das wäre viel zu einfach. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt irgendwie auch noch gucken, dass wir uns einigermaßen stabil halten, während wir diese Helix-Proben, diese Helix-Drohnen da steuern. Beziehungsweise während wir das Terminal accessen. So, jetzt die Frage, war das hier heile? Ja, ba. Halt! Kann ich irgendwas machen? Eins, was? 0, 1. Wie geht dem? Ja. Wie kann ich das denn? Hä?
Nein, 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 nicht bewegen. Hä? Wie? HT, T, 3, scheiße. HT. Okay, wenn das kommt, muss ich das, glaube ich, dann da drücken. 3. Kann ich das D schon machen? Ja, okay. Dann machen wir jetzt das F. F und 4. Correct coordinates, changing probe routine. Okay, success. Accessing probe. Camera. Okay, success. Na, die hat ja eine hochauflösende Kamera. Okay. Hat das jetzt geklappt? Hier taumelt jetzt so eine Drohne rum. Ist da jetzt irgendwas passiert? Weil die Antennensymbole habe ich immer noch. Da fürchte ich fast, es hat noch nicht geklappt. Wir probieren das nochmal mit dieser hier. Da nämlich irgendwie nichts gesehen, dass da irgendwas kaputt gegangen wäre oder so. So, Sauerstoff haben wir ja noch einiges. Muss, glaube ich, auf die andere Seite, ne? Muss so einmal um diesen Dings hier rum. Okay. Wow, HT. Scheiße, es war zu spät. Wah, Mann, blöde Maus. 3. T. 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 Ich habe T gedrückt. Okay. Jetzt nochmal. T. Da kommt D. Da kommt F. Die 4, da war sie. Ah, scheiße, F. Okay. Da gibt's leichte Fehler. 4. Correct coordinates. Changing probe routine. Success. Accessing probe. Camera. Muss ich das mit allen machen? Die taumelt jetzt auch nur rum. Ich mach das jetzt einfach mal mit allen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Vor allen Dingen müssen wir gleich bald auch mal wieder Sauerstoff tanken. Wir machen das jetzt nochmal. Bis hier keine Antennensymbole mehr angezeigt werden. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten, dass sie noch an, oder? Dass sie noch angezeigt werden. So, natürlich auf der anderen Seite. Einmal richtig parken hier vor. So, okay. T, 3, H. 3 habe ich nicht erwischt. 4, 4. Da kommt das D. Nee, da kommt das F, die 3. Und das D bewegt sich nicht mehr. Na komm. Ah, warte. Mit welchem bewegt sich das? Welcher muss... Ah, okay, da bewegt sich das. D. F. Okay, noch bewegen sich alle, das ist sehr gut. 3... T4. Okay. Correct coordinates, bla bla bla. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwas sehen. Die Probe ist schon weg. Okay, das war das. Da, guck mal. Ändert sich auch das Symbol. Das Symbol ändert sich zu Fenster kaputt. Okay, die war oft im Bad. Open.
the bathroom. Wo ist denn hier das Bad? Boah, ich hasse diese hier, da. Sie hat viel Zeit im Badezimmer verbracht. Das ist nur ein Handtuch. Toilette ist auch gejammt. Notes. Digital Code. Ah, guck mal, wir haben den Code. Wir haben den Code. Jetzt müssen wir schnell zurück, weil wir Luft brauchen. So. Ha, cool. Wir haben den Code für die Brücke, glaube ich. Also ich hoffe, das ist der Code für die Brücke. So, wir schaffen es aber noch zurück. You have been shown excellent position looking for this password partner. The bridge will open to you now. Okay. Hello, Kaizen. Please let me in. You will have to give me a precise name of the door. Okay, achso. Please open door. Das ist schon wieder groß geschrieben. Thank you, machine friend. Sehr gut, dann haben wir den Key zur Brücke. I'm always pleased to help. Wir sind Freunde, der Kaizen und ich. So, einmal hier rein. Please close the air. Mann! Das ist das Einzige, was ich kacke finde. Close the airlock. Ah, sehr gut. Ist auch schön, dass wir jetzt wieder diese Musik haben. So. Druck kriegen wir wieder. So, sehr gut. Please, Glas. Please open door. Was ist das? D11? Ja. Good idea, ja. Das will ich aber auch meinen. So, dann haben wir nämlich das Passwort zur Brücke. Da werden wir dann gleich mal hingehen in der nächsten Folge. Ihr habt es schon geahnt, wenn ihr auf die Folgenlänge geguckt habt. So, erstmal wieder rein in den Garten. Ah, so, okay. Dann danke ich euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal bei Event Zero. Macht's gut. Tschüsschen.